TSV St. Johann setzte sich in einem spannenden Qualifikationsspiel zum ÖFB-Cup gegen Ligakonkurrenten USK Anif mit 6:4 nach Elfmeterschießen durch. Christoph Hübel brachte die Anifer in Führung und erst in der 93. Minute gelang Mario Grimbacher der Ausgleich für die Heimischen. Die Verlängerung verlief dann torlos. Das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung zugunsten der Pongauer. Emra Sahin sicherte mit seinem Treffer den Sieg. Aber heute war wieder eins auch, also ich glaube, die grauen Haare kommen noch der Reihe. Und, aber ich muss sagen, dank der Mannschaft, sehr gut gespielt. Schade, dass nicht mehr Zuschauer waren, hätten sie viel mehr verdient, das Spiel. Ist hin und her gegangen, super Partie. Gott sei Dank haben wir in der 92. einen Ausgleich geschossen. Nach Spielzeug einige Chancen wieder gehabt, leider nicht verwehrt, aber das Elferschießen, ich glaube, das ganze Spiel hat man gesehen, wir haben ums Eizel in Sieg mehr wollen und glaube, das war entscheidend. Ja, es war eine richtige Cup-Schlacht, eigentlich so wie man es sich erwartet, vor dem Spiel Derby. Über 120 Minuten dann ins Elfmeterschießen. Im Elfmeterschießen ist es immer so, dass die glücklichere Mannschaft gewinnt und das war halt St. Johann. Können Sie Ihrer Mannschaft heute einen Vorwurf machen? Ja, ich denke, wir hätten noch eins nur mehr weiterspielen müssen. Wir haben zu sehr das Ergebnis dann verwaltet. Und natürlich bitter, wenn man in der 94. aus einer Standardsituation den Ausgleich kriegt, aber so ist der Fußball. Sind die Spiele zwischen St. Johann und Anif immer solche Herzschlagspiele? Ja, sind es eigentlich schon, aber ich muss sagen, wir haben jetzt einige Spiele für uns entschieden. Wir haben voriges Jahr das Cup-Spiel entschieden, haben dann zu Hause in der Meisterschaft in der Westliga 4-0 gewonnen und haben dann im Frühjahr draußen 1-1 gespielt und heute wieder durch das Elfmeterschießen einen Sieg gefeiert. Also irgendwo haben sie ein bisschen Probleme, glaube ich, mit uns. Aber ich muss auch sagen, natürlich, die Mannschaft hat hervorragend gespielt, hat gut gekämpft, hat ihr Bestes gegeben. Schauen wir mal, was für ein Losglück wir haben. Es wäre natürlich toll, wenn wir wieder aus der Bundesliga eine Mannschaft bei uns empfangen könnten. Ist Red Bull Salzburg der erste Kandidat, den man will? Nicht unbedingt, würde ich sagen. Das muss nicht unbedingt Red Bull Salzburg sein. Es könnte Austria Wien sein, es könnte Rapid sein. Ich meine, alle aus der Bundesliga wären schön, wenn wir es hätten. Das war halt eine Werbung und wenn wir echt erwischen, dann entscheiden, dass wir ganz viele Zuschauer haben. Das war super. Red Bull Salzburg? Auf alle Fälle. Aber Rapid wären wir noch lieber.